Hallo, lieber Skorpion, mal gucken, was in der zweiten Februarwoche für dich bestimmt ist. Bist du voller Selbstvertrauen und Optimismus? Ja. Du wirst dazu neigen, deine Möglichkeiten zu überschätzen. Nur das Beste scheint dir, glaube ich, gut genug zu sein. Du willst zwar deine gebotenen Chancen nutzen, aber denke noch am besten so daran, kritisch Fragen nach den Konsequenzen zu stellen. Somit kann man sich vor folgenden schweren Übertreibungen bewahren. Also zu viel Optimismus kann auch manchmal gefährlich sein. Sollst du über Dinge sprechen, die dich bedrücken? Wenn du halt dein eigenes Schmerz in Worte fasst, verliert er halt dann so ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft dabei. Gedanken lassen halt auch das drückende Thema so ein bisschen in die Ferne drücken. Somit betrachtest du es mehr so aus der Distanz, ja, und steckst weniger Gefühle in deine Gedanken. Ein bisschen schwierig jetzt gerade zu lesen. Also du solltest auf die Kommunikation achten, ja, mit deinen Mitmenschen. Ja. Sehe die Kommunikation auch als Lernprozess, ja. Verurteile dich nicht sofort mit, ach, hätte ich das bloß nicht gesagt oder dies nicht gesagt. Es ist, wie es ist. Ja. Das Leben ist eigentlich nur ein Lernen. Sollte schon sagen, was dir durch den Kopf geht. An Ideen mangelt es dir halt nicht, ne, diese Woche. Sprich ruhig darüber, das ist dann auch wohltuend, auch wenn jetzt nicht alles realisierbar ist. Das war's dann auch, lieber Skorpion.